Hier ist nun Teil 2 von Gerhards Fotoalbum. Gerhard war ein einfacher Obergefreiter. Er hatte eine Kamera und hat ein Album nach dem Krieg angelegt, das heißt, er hat überlebt. Der erste Versuch, von Neapel nach Afrika überzusetzen, war daran gescheitert, dass ein britischer Flottenverband den Geleitzug bedrohte. Der Geleitzugkommandant entschied sich, umzukehren und der Gefahr einer Vernichtung sich nicht auszusetzen. Er fuhr deshalb wieder zurück nach Italien und so war man am 27. Juni wieder zurück in Italien, am frühen Vormittag, wie Gerhard schreibt. Am späten Nachmittag startete man erneut, da die Gefahr wahrscheinlich nicht mehr bestand. Und diesmal fuhr man auch direkt nach Afrika herüber. Der nächste Bericht von Gerhard war dann nämlich auch die Ausbootung am 27. Juni in Tripolis. Man war am ersehnten Ziel angekommen. Gerhard schreibt dazu: In Afrika angekommen am 29.06.1941. Afrika, märchenhaft und geheimnisvoll ist die Weite dieses Landes. Die Hafenanlage von Tripolis waren durch Feindentwirkung so stark beschädigt, dass die Ausladung mittels Fähren ca. 500 Meter vom Lande aus vorgenommen werden musste. Die Stadt Tripolis machte auf uns einen überwältigenden Eindruck. Die Kultur dieses Landes hat mit unserer Kultur nichts gemein, denn hier überwiegt das Orientalische mit all seinen Schönheiten, wie zum Beispiel der Baustil, die Bäume und Sträucher, das Leben und die Kleidung der Einwohner in malerischer Pracht. Nicht vergessen will ich die hohen Palmen der Dattelkulturen. Bis zum 24. Juli versahen wir, ca. 20 Kilometer von Tripolis entfernt, den Küstenschutz. Es kamen immer neue Transporte, mit denen wir dann am 24. Juli 1941 gemeinsam den Weg zur Front antraten. Den Weg zur Front legten wir auf Lastwagen auf der Küstenstraße Via Balbo zurück. Diese Straße ist eine asphaltierte Straße von 5 Meter Breite. Von Tripolis bis Bardia zieht sie sich in einer Länge von 2000 Kilometer an der Küste entlang. Nach afrikanischen Verhältnissen ist diese Straße ein Bauwerk von Höchstleistung. Die Straße wurde von den Italienern schon in der Friedenszeit gebaut, ein Beweis ihrer Kolonisationsarbeit. Die Straße durchquert große Wüstenlandstriche und macht dadurch die Küstenstädte mit ihrem Kulturland und ihrem Handel zu einer wirtschaftlichen Stärke dieses Landes. Der Krieg hat diesem Lande auch ein anderes Bild gegeben. Für Gerhard und seine Kameraden war das noch kein wirklicher Krieg, denn bisher waren sie nicht in größere Gefahren geraten. Die Lufthoheit der Engländer war noch nicht vorhanden. Sie konnten noch frei fahren. Interessant ist auch dieses Bild. Hier sieht man, es ist ein eingezogenes Fahrzeug. Es hat noch das zivile Kennzeichen und nicht ein WH-Kennzeichen. Die erste Strecke ging dann über rund 200 Kilometer nach Misrata. Dort traf man dann auch auf andere Krattfahrerkompanien, die auch auf dem Weg zur Front waren. Die Bevölkerung, da hat man sich dann ab und zu mit getroffen, hat sie bewundert und wie hier fotografiert. Die Bewunderung war vielleicht eine Neugier auch nur. Dann ging es weiter von Misrata bis nach Benghazi. Das waren rund 1000 Kilometer. Dabei waren dann größere Kolonnen mit LKW, Kratzschützen, die auch alle auf dem Weg zur Front waren, vor Tobruk. Auf halber Strecke zwischen Sirte und Benghazi ist dann dieser Triumphbogen, der Arche de Fellini. Den hat der Duce oder irgendein faschistischer Vorfahre dort erstellt. Er wurde aber in den 60er oder 70er Jahren abgerissen. Man wollte dieses Zeichen des Faschismus nicht mehr in Libyen haben. Die Nächte wurden unter freiem Himmel verbracht, in einer Oase, so wie hier, oder wenn es sich nicht anders ergab, einfach irgendwo in der Wüste. Eine Rast, eine Übernachtung.
Das war für die Soldaten des Afrikakorps normal. Aber sie trafen auch auf die ersten Zeichen des Krieges. Die 5. leichte motorisierte Division hatte ihre Opfer begraben. Es ging weiter nach Benghazi und in Benghazi wurde wieder eine Übernachtung vorgenommen. Einen Tag Rast hatte man in Benghazi noch und Gerhard hatte Zeit, einige Fotos zu machen. Besonders haben es ihn hier die Zerstörungen angetan, die er immer mit der Unterschrift versieht: englische Bomben. Englische Bomben haben hier eben viel zerstört. Der Hafen war nicht mehr brauchbar. Es ging dann weiter in Richtung Derna. Auch hier waren nur Trümmer. Gerhard schreibt dazu: Bei Derna wurde die ewige Sandwüste unterbrochen von der roten Steinwüste. Die Front lag noch 150 Kilometer entfernt. Am Kilometerstein 31 liegt der kleine Friedhof von Tobruk. Hier verließen wir die große Straße und es ging durch die durchfurchten Landwege zu der Stellung am Ras Medauer vor Tobruk. Für uns begann der Stellungskrieg in der Wüste. Kein Baum spendete Schatten. Kein Haus bietet Deckung. Nur der ewige tote Raum der Steinwüste lag vor unseren Augen. Für uns begann nun eine große Umstellung. Denn dieser Kampf in der Wüste hatte mit dem in Europa nichts gemeinsam. Was für eine Festung ist Tobruk? Diese Werke sind unter der gewachsenen Felssteine angelegt. Über 170 Bunker haben 1,5 Meter starke Decke aus Beton und natürlichem Stein. Die Bunker sind dem Gelände völlig angeglichen. Sie tragen keinen Aufbau und sind somit schwer zu finden. Wo es in den Bunkern geht, ist nur ein Loch. Die Kampfstände werden erst im letzten Augenblick besetzt. Alles, was der Engländer zu Generalen erhoben hat, stellt sich in Form von Sand, Wasser, Hitze, Staub, Sturm und Wüste uns entgegen. Hier in Afrika ist nicht nur der bewaffnete Feind ein gefährlicher Gegner, sondern auch das ungewohnte Klima, die völlig anders geordneten Lebensbedingungen. Es kommen hinzu noch die Gefahren, die durch Trinkwasser enthalten und die Plage des Ungeziefers, die schwerste toxische Krankheiten verursachen. Die Sonne brennt in erbarmungsloser Glut herab. In der Nacht ist es bitterkalt und der Tau dringt durch die Decke, Mantel und Rock. Wenn dann der Sturm über die Ebene braust und Schlangen, Skorpione im Sand erscheinen, dann hat sich die Wüste so gezeigt, wie sie in Wirklichkeit ist: gefahrvoll, verderbenbringend. Sie zeigt sich in ihrer ganzen Härte und Brutalität. Die Augen brennen vom Sandstaub. Der Atem geht schwer. Der Schweiß rinnt zu Strömen, dazu von einem wahnsinnigen Durst gequält. Die Lunge ist zum Zerplatzen. Der Soldat in Afrika muss Tag für Tag und Nacht für Nacht mit dieser Widerwärtigkeit kämpfen und es stündlich neu zu besiegen. Wer das schmutzige Kühlwasser vom Wagen getrunken, wer mit seinem eigenen Tuch vor dem Mund und Nase im Zelt gelegen hat oder wer verzweifelt mit letzter Kraft nach seiner eisernen Portion griff, der weiß, was es heißt, Kampf in der Wüste. Nur wer einmal mit gequältem Durst ohne Wasser kämpfend ausharrt, auf tellerebener Fläche, bei Fliegerangriffen vergebens nach einer Deckung sucht und dabei die größte Plage erträgt, die vielen Fliegen, die muss man über sich ergehen lassen, der weiß, was es heißt, im Afrikakorps in Afrika gekämpft zu haben. Diese Eintragungen in Gerhards Tagebuch oder Album zeigen, dass jetzt schon eine gewisse Verzweiflung bei ihm war, dass die Kämpfe hart waren, worüber er aber trotzdem nicht irgendwo direkt berichtet. Dann kam der große Regen und alles wurde wieder anders. Alles das, was sie aufgebaut hatten, wurde dann zerstört. Das war dann im Oktober und immer noch lagen sie dort und kam nicht weiter vor Tobruk. Der schwere Regen und die Überschwemmungen, die daraus entstanden, überschwemmten vor allen Dingen die deutschen Stellungen. Die Laufgräben wurden zugeschwemmt und es waren immer noch Kämpfe, um Tobruk-Ausbruch zu verhindern. Hierbei wurde Gerhard dann verletzt.
Gerhard schreibt nirgendwo, welche Verletzung er hatte, sondern auf einmal ist er, ich bin im Lazarett von Abelonia. Dann kommen wieder die ersten Bilder von der Bucht von Abelonia. Die Verletzung muss also so stark gewesen sein, dass er zurückgeführt wurde nach Benghazi, und nach Benghazi wurde er dann in die Heimat verlegt. Ob er weiter Militärdienst machte, ist nirgendwo vermerkt. Das Album endet praktisch mit den letzten Eintragungen und mit den letzten Bildern, die hier zu sehen sind. Erst 1956 hat er an einem Treffen teilgenommen des Deutschen Afrikakorps. Das sind die letzten Fotos in seinem Album. Das Deutsche Afrikakorps und die italienischen Truppen belagerten Tobruk 230 Tage. Sie hatten große Verluste, aber ihr größtes Problem war der Nachschub. Die Italiener hielten die zugesagten Mengen nicht ein und so musste Rommel im Dezember sich zurückziehen. Tobruk wurde dann von Ägypten aus von britischen Truppen entsetzt. Gerhard hat den Krieg überlebt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wer ein Album erstellt hat, hat den Krieg überlebt. Die gefallen sind, haben keine Alben erstellt, um sich an etwas zu erinnern, was sie vielleicht manchmal lieber vergessen würden.